Wenn ich heraus soll, das haben wir auch schon mal gemacht. Das haben wir auch gerade gemacht. NRA Roadster Cup. Ah, das klingt auch sehr interessant. Ach, auf Indy Super Speedway Dingsbums. Teilnahmebedingungen. Da könnt ihr doch. Ich habe kein Mazda? Doch eigentlich schon, oder? Wo war denn das? Ah, der ist wahrscheinlich zu stark, oder wie sehe ich das? Ach nee, ich habe keinen. Ich habe nur den MX-5 da, ne? Und der hat schon 388 kW. Willst du mich. Leistungspunkte. Willst du mich verarschen? Was will ich denn hier so? Was? Mazda Roadster RS. Ja, aber 391, die sind doch alle besser als ich. Ach, ist ein Kack. Ganz ehrlich. Kompaktklasse. Kompaktklasse, was haben wir hier? Seid ihr hier in der Garage? Na, wieder die ganzen Minis mit 130 kW. Was hätte ich hier? Auch nicht gerade viel besser. Typische Gegner. Ach ja. 130 kW, 132 kW. Eine Runde Nürburgring? Soll ich es wagen? Mit dem Mini hier? Soll ich es wagen? Ja, oder? Ja, wechseln. Aber vorher machen wir natürlich noch den obligatorischen Ölwechsel. Öl. Achso, kann ich schon wieder zurückgehen. Was brauche ich? Maximal 400 Leistungspunkte. Warte, wie viel hat der? Ah, genau 400. Ich glaube, der geht nicht mehr viel. Naja, gut. Komm hier, eine Runde Nordschleife. Hat ja auch einer in meine Kommentare geschrieben. Ist Easy Racer plus Nordschleife ist gleich XD. Ja, ja. Unterschreibe ich so. Ach, das ist auch noch die. Also die 24 Stunden Nürburgring, genau. Ich wollte es nämlich gerade sagen. Da habe ich auch noch den wirklichen Nürburgring dabei. Alles klar. Ja, das könnte was werden. Ich weiß jetzt nicht, wie stark die Gegner sind. Kann das immer nicht so wirklich einschätzen. Also ich habe jetzt so kein überlegen krasses Auto, aber schauen wir halt einfach mal, ne? Ich denke, das dauert dann auch noch mal so 10 Minuten und dann mal schauen. Na, oh, da geht aber noch ein bisschen was, denke ich. Oh. So, auf geht's. Knüppeln mal das rechte Pedal durch. Jetzt kommt erstmal eine lange Gerade. Na komm, auf, hopp. Boah, wie lang dieser Abstand ist, ey. Unglaublich. Kommen ja maximal an 1 bis 2 Leuten auf dieser Nordschleife hier vorbei. Oh Gott, das kann ja was werden, ey. Aus dem Weg! Ja, der andere, wie fährt der die Kurve an? Wie fährt der denn bitte die Kurve an? Ach ja, ich muss hier rum. Boah. Untersteuern for the win. Habe ich. Ah, komm, mach mal hier bitte auf 5. Ich mir das nämlich nicht antun. 32 Sekunden. So, ein bisschen abgekürzt, egal. Mit dem Mini auf der Nordschleife, jawohl. Was hatte ich jetzt gerade gesagt? 32 Sekunden, ne?
Ja, so also 30 beim nächsten Checkpoint wären schon ganz nice. Wir wollen außen herum. So, wo ist der nächste Checkpoint? Hier, 54! Ach! Haha! Soll eine Minute gegenüber den anderen Wichsern hier aufholen. Das ist mein Kommentar dazu. Mit dem Scheibenwischer dazu, ja, ja. Ah, so ein Lupo fährt hier auch mit. Den hätte ich natürlich auch fahren können, gell? Diesen Race-Lupo, das wäre natürlich auch noch eine Option gewesen. Ich glaube, der geht auch noch mal ein gutes Stück ab. Auch wenn er nur 100 kW hatte, aber... Ich glaube, das Ding ging auch ganz schön gut ab. Aber jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal gleich 9. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Jetzt muss ich ja nur gleich aufpassen, jetzt geht es irgendwo gleich rechts weg. So viel weiß ich nur. Und das ist eine ganz behinderte Ecke hier. Genau. Und jetzt geht es erst auf die eigentliche Nordschleife. Ja, ich denke, ihr werdet das kennen, ne? Erfahrene Rennspieler, auch so, wer sich ein bisschen mit Rennsport beschäftigt, sollte das hier wahrscheinlich alles kennen. Jetzt blockiere mich bitte nur nicht, danke, weil ich bin nämlich ein gutes Eck schneller als du. Und hier, das sollte mir eigentlich zusprechen, mit diese schnellen Passagen. Ich habe immer die Vermutung, die KI kann es hier nicht so ganz. Auch die Linie kannst du hier nicht so ganz. Bremsen tue ich hier nämlich nicht. Hier ist die Bremse dann schon mal angebracht. Naja, den 7. haben wir auch schon im Blick. Also es geht voran. Warte ich jetzt hier noch auf den nächsten Checkpoint. 44, oida, 6 Sekunden. Hab doch gesagt, dieser Sektor sollte mir eigentlich liegen. Hier wird das Game Vollgas hier. Jawohl. So, Punto. Bitte bremst mich jetzt nicht ein. Jawohl. Mini kann auch mit 170 im Gras fahren. So will ich das sehen. Wenn jetzt der gleich wieder gekommen wäre. Ja, du hast abgekürzt hier. Ich glaube, ich hätte gekotzt, ey. So, hier traue ich der Linie nicht mal ganz. Weil die Kurve doch ein bisschen tricky ist. Ob das ging. Und jetzt habe ich so einen ganzen Pulk vor mir. Sieht auch schon mal nice aus. 39, wieder 5 Sekunden. Na, wenn das so weitergeht. Weil ich habe jetzt bis jetzt auch in meiner Runde noch keinen so großen Fehler entdeckt. Also bis jetzt läuft das wie geschmiert, ne? Wie Motoröl. Oh, shit. Ich wollte gerade sagen, würde gerne mal so eine Kilometeranzeige sehen. Hier sind wir doch. Kilometer 7. Ja, haben wir noch ein bisschen was. Ah, 36 Sekunden. Jetzt sind es nicht mehr so viele Sekunden gewesen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt hier 3 Leute vor mir. Ich denke, die kann ich alle gut cashen. Ich denke, das geht gut von der Hand. Aber wie gesagt, ich bezweifle immer noch, dass ich Erster werde. 8 Kilometer sind wir jetzt. Der bremst hier, fährt mir hier viel zu langsam da durch. Also sie sind schon langsam, die Gegner, aber auch irgendwie die ersten 4, die haben es gewaschen. Die ersten 3. Entschuldigung. Also die haben es in sich. Ist das ein Geländewagen da vorne oder was? Ist das Family Van? Ja, genau. Haben wir erstmal schön beiseite geräumt. War jetzt nicht ganz optimal, wie ich die fahren konnte. 29, naja. Okay, den nächsten haben wir da vorne im Blick. Jetzt mal schauen, dass wir ein bisschen in die Puschen kommen hier. Na, hier hätte ich gar nicht so viel Bremsen brauchen. Na komm, hoch.
Schieb dich hoch, Mini. Also Dritter will ich schon noch ganz gern werden. Schön auf dem Podium, dass wir uns wenigstens den Pokal abgreifen können. Weil auch Nordschleife eigentlich so ein Gebiet ist, wo ich sage, taugt mir. Auch weil ich das jetzt natürlich schon ein bisschen öfters gefahren bin, klar. Aber so die Strecke, das ist einfach, taugt mir. So besser als diese behinderten Stadtkurse immer. Ich bräuchte jetzt noch so 5 Checkpoints, ne? Dann würde ich aufschließen auf den ersten. Ich bezweifle, dass es diese 5 Checkpoints noch gibt. Ich glaube, da gibt es nur noch weniger. Oh, jetzt stagniert der hier bei 168, ey. Willst du mich verarschen? Ist abgeriegelt. 167, 66. Der hat auch noch einen 5. Ja. Mein Gott. Ja, wenn ich jetzt nicht 20 Sekunden habe, dann scheiße, ne? Das wisst ihr. 23, genau. Fast 24. Weil das scheiß Ding hier nicht in die Puschen kommt. Was ist denn das für Käse hier? Jetzt sind wir schon gleich erstes Karussell. Also das heißt, was lernen wir daraus? Wir brauchen Strecke, wo mehr Kurven sind. Oder viel bergab. Da fährt ja selbst mein Auto schneller als dieser scheiß Mini hier. Mein Gott, ist das ein scheiß Auto, ey. Ganz ehrlich. Ja, aber komm, den dritten, den müssen wir uns jetzt schon noch holen, irgendwie. Oder hat jetzt hier mein Auto auf einmal so Leistungseinbruch, so. Ne, Nordschleife kann ich nicht. Und will ich jetzt auch nicht mehr. Mach ich nicht mehr mit. Sagt dann der Motor so. Ne. Ja, jetzt haben wir 17 Sekunden. Jetzt sind wir wieder im 5 Sekunden Rhythmus. Ja, okay, also den kriegen wir jetzt auf jeden Fall noch. Da mache ich mir jetzt keine so großen Sorgen. Ja, den kriegen wir schon. Ja, außenrum sogar. Sehr nice, sehr nice. So, jetzt kommt nämlich gleich Karussell 2. Dann kommt schon Döttinger Höhe. Und das war's. Ja, das wird schwer jetzt noch. Das wird jetzt schwer. Das wird schwer. Ich überlege gerade noch. Sehe ich da überhaupt jetzt noch Chancen hier? Den dritten Platz würde ich auf jeden Fall gerne mitnehmen. Das ist schon klar. Nur vielleicht... Na, wir haben schon noch eine Ecke. Aber wie gesagt, gerade und so, ne? Nicht Minis Terrain. 10 Sekunden. Ja, jetzt haben wir nur 2 Sekunden aufgeholt. Na doch, hier geht er doch ganz gut ab. Ah. Jawohl. Boah, wird das knapp. Das wird ein ganz knappes Ding, Leute. Das wird ein ganz knappes Ding. Weil jetzt konnte ich wirklich nochmal richtig gut aufschließen. Ich denke, die wird jetzt hier fast voll gehen. Fast zumindest. Und wenn ich jetzt natürlich von dem einen Windschatten kriege... Boah, wäre das nice. Aber dafür müsste ich erstmal Windschatten kriegen. Und ich glaube, den kriege ich. Ich glaube, den kriege ich. Und dann kann es natürlich noch was werden. Weil diese Gerade ist ewig lang. Komm schon, jetzt zieh an. Ist natürlich vor mir auch ein Mini, das ist mir bewusst. Ist genau der gleiche. Ja, ich glaube schon. Ah, 6. Gang hat er auch noch, sehr gut. Okay, 2. sind wir auf jeden Fall schon mal. Ja, aber das war's jetzt so mit der Power. Ah, komm schon. Komm schon. Wir haben noch schon ein paar Ecken. 2 Sekunden, los, jetzt, bergab. Back up, no risk, no fun.
Komm jetzt schon. Auf. Nein. Nein, der ist schneller als ich. Nein. Nein, das kann's doch nicht sein, oder? Jetzt hänge ich da dem so hinten dran. Nein. No. Ey, das sind 3/10. No. Wo ich die wohl verloren habe. Sagt es mir.